Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8. Heute machen wir weiter mit der Schlacht von Puyang. Und diesmal spielen wir wieder Lu Bu. Mit Lu Bu nehmen wir nicht Zaozos Burg Puyang weg. Cheng Kong, Lu Bu Strategie, der ehemals bei Zaozo war, hat Lu Bu verraten, dass Puyang schlecht bewacht wird. Diese Gelegenheit nutzte Lu Bu natürlich aus. Er selbst hat kein eigenes Land und wollte unbedingt eine Burg haben. Deswegen greift er hier Puyang an. Zaozo selbst war irgendwo anders und konnte diese Burg nicht verteidigen. Deswegen wird Lu Bu hier ein leichtes Spiel haben. Die Schlacht von Puyang mit Lu Bu. Lu Bus Truppen sind in Puyang eingefallen, um die Region als ihre Heimat zu beanspruchen. Nutzen sie ihre beispiellose Macht, um Zaozos Streitkräfte zu vernichten. Das war eben halt noch vor der Schlacht von Xiapi. Ja, natürlich auf Chaos. Und ich denke, das machen wir. Das können wir nicht mit Lu Bu machen, fällt mir gerade ein. Wir können das nicht mit Lu Bu machen. Aber wenn wir Lu Bu nehmen, dann gibt es zwei Lu Bus. Das finde ich ein bisschen dämlich. Deswegen nehmen wir einfach Dongzhua. Der passt ja auch relativ gut dazu. So, das passt alles. Treffsicherheit. Roter Hase. Roter Hase sehr empfehlenswert mit Dongzhua, weil er eben halt sehr langsam ist. Und dann geht das auch schon los. Musik wählen. Ja, Musik wählen. Ganz klar Lu Bus Thema hier. Ah, es passt einfach. Ja, da bin ich doch mal gespannt. Denn die Schlacht von Puyang gab's auch in Dynasty Warriors 8 Extreme Legends natürlich noch viel geiler noch umgesetzt. War sehr schwer. In Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. In Lu Bu Story, weil da gibt's ja die extra die Lu Bu Story. Da haben wirklich sehr viel Verstärkung drum, Yujin und alles. Boah, es war mega schwer. Hier ist, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Müssen wir jetzt erst die rechte Burg einnehmen oder erst die linke Burg? Hm. Mal schauen. Lu Bu wird uns das schon sagen. Ja, Cheng Kong hier noch nicht spielbar. Ganz klar, in Dynasty Warriors 8 Extreme Legends ist er dann spielbar. Ist ein sehr interessanter Charakter, ich mag ihn. Er ist, beziehungsweise er wird sehr verrückt dargestellt. Also so wie so ein besessener Theaterkünstler, möchte man meinen. Also der ist schon, ah, der hat so den Sinn für das Dramatische, möchte man meinen. Also und der ist sehr von sich überzeugt. Das werden wir noch sehen, Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Ist ein interessanter Charakter, hat eine sehr gute Persönlichkeit. Es gibt ja viele Charaktere, wie zum Beispiel wie Xu Huang, die keine richtige Persönlichkeit haben. Einfach nur mächtige Krieger, Tang Ai zum Beispiel. Aber so richtig, so eine Persönlichkeit wie Dongzhua oder Lu Bu haben die nicht. Ja, oder Cheng Gong eben halt, oder Gu Jia. Das sind solche Charaktere mit einer ganz starken Persönlichkeit, Liu Bei. Die man sofort erkennt. Die sich vor den anderen ganz stark abgrenzen. Und es ist eben halt nicht der Fall. Bei Xu Huang als Beispiel. Naja, egal. Xu Niu wurde besiegt. Damit haben wir die Burg erobert. Allerdings gibt es jetzt zwei Burgen. Das ist nur Burg Juan. Da hinten ist Puyang, glaube ich. Dann haben wir noch den dicken. Shaodun selbst kommt raus. Ja, in dieser Schlacht hat Shaodun ja sein Auge verloren im Kampf gegen Lu Bu. Ist er in den Hinterhalt geraten, der gute Shaodun. Und er wurde dann vom Pfeil getroffen. Es wird nie ganz klar, wer den Pfeil geschossen hat, ob es ein normaler Bogenschütze war, ob es Lu Bu selber war oder ob es ein anderer Offizier war, wie Gao Xing oder so. Da ist wohl das 4. Was glaube ich Gao Xing, der den Pfeil in Shaoduns Auge gefördert hat. Manchmal wird es so dargestellt, als wäre Lu Bu das selbst oder halt nur ein normaler Bogenschütze. Man weiß es wirklich nicht. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ja einer von euch. Wer hat den Pfeil tatsächlich in Shaoduns Auge geschossen? Ich glaube, es wurde nie überliefert. So, besiegen wir Shaodun und nehmen wir auch ebenfalls noch diese Burg ein. Wenn dann Zaozao kommt, wird er sehen, dass Puyang bereits gefallen ist. So, jetzt müssen wir allerdings aufpassen, weil leicht ist es hier nicht gegen so viele Offiziere. Ja, mach ich einfach mal die Weltenzerstörerkugel von Dongzhua rein und noch eine. Und gleich noch eine. Ja, Shaoyuan, der überlebt ist ganz gechillt.
Und noch eine. Bam. Alles weggesmashed. Tatsächlich alles zerstört. Legt euch nie mit der Unjua an. So, jetzt haben wir noch Wei Yan und... Wei Yan sei schon. Dian Wei und Zhao Zuo. Und dann haben wir es auch schon. Ja, die ist sehr unspektakulär hier gestaltet in Dynasty Wars 8. Aber naja, ich finde es trotzdem interessant. Ich mag diese optimalen Schlachten eigentlich. Sehr, sehr kurz gehalten. Klein, aber fein. Ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Auch wenn es jetzt hier nicht so der Burner ist. Mir gefällt es. Also, mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Ich finde es sogar eigentlich noch cooler als die normalen Schlachten. Es ist jetzt ein bisschen unlogisch. Ich weiß. Einerseits sage ich, es ist unspektakulär, aber naja. Ich finde es trotzdem cooler, weil dann kann man. Hat man halt ganz schnell wieder eine andere Schlacht, ne? Ja, und ich kann euch mehrere Parts liefern, ne? Und hab da ein bisschen was anderes. Also vielseitige halt. Ganz viele verschiedene Schlachten an einem Tag. Das heißt, ganz viele verschiedene, zwei Stücke halt, ne? Nicht nur einen und dieselbe. Ah, schon haben wir es geschafft. Lu Bu hat Pujang eingenommen. Na, und schon ist der Part wieder zu Ende. Ich weiß, Freunde, es ist sehr, sehr kurz. Ich weiß es. Ich jetzt, ganz ehrlich, selbst ist auch ein bisschen länger in Erinnerung. Aber kommen, glaube ich, noch längere Schlachten. Nicht den Kopf hängen lassen, Freunde. Nicht enttäuscht sein. Naja, echt, ich habe das noch viel geiler in Erinnerung. Ich fand das jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht bin ich auch nur zu skillig und besiege die Gegner zu schnell. Das kann auch sein. Ja, hier auch gerade mit der Weltenzerstörerkugel. Habe ich ja gerade vier Offiziere auf einmal ganz schnell fertig gemacht. Ja, ich glaube, ich habe auch zu viel Skill teilweise. Das soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, das ist aber leider so. Naja, wir hatten viel Ärger bei der Schlacht am Tongtor damals mit Fang Yi. Mich aufgeregt, wie schlecht das Tongtor doch designt ist in Dynasty Wars 8. Ich glaube, andersrum war es allerdings besser. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Die Schlacht am Tongtor. Ich freue mich drauf. Vor allem Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, das Video improvisiert. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Danke fürs Anschauen. Macht's gut und haut rein.